Ich bin Max Mello und ich spiele den Hypixel Skyblock Modus. Ist mein erstes Video. Ja, und ich bin deswegen noch ein bisschen aufgeregt. Ich habe schon ein bisschen Skyblock gespielt. Hab ein bisschen geangelt, war relativ langweilig. Ja. Man kann mit Freunden zusammenspielen auf einer Insel. Ich weiß nicht, wie man Leuten Rechte gibt auf seiner Insel. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Ja, wäre sehr nett von euch. Ja. Ich weiß. Euch zeigen, wie man mehr Platz bei Minions bekommt, also mehr Minions-Slots bekommt. Ihr wollt zum Beispiel Minions platzieren, aber sie könnten es voll. Und dann könnt ihr einfach Minions upgraden oder neu erstellen und bekommt ihr Platz einfach. Ja, das ist relativ leicht. Man sollte nicht jetzt die allerschwersten versuchen zu craften, aber ja. Schreibt mal, was ich hier machen soll, was ich mal machen soll. Ich habe mal relativ viele geile Rüstung. Das ist eine legendäre Rüstung. Hier habe ich ein bisschen was meiner Rüstung. Den Chickenhead habe ich auf, weil. Wo ist das Ei? Man kann damit, wenn man Shift drückt, alle 20 Sekunden ein Ei legen. Ja. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, startet ihr hier auf dieser Insel. Es sind ein paar Bäume. Und ja. Man kann auch, wenn man wie ein normaler Skyblock spielen. Dann starte ich auf dieser Insel eben, nur ohne das hier, was ich schon gebaut habe. Wenn man aber besonders, also richtig, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, normal spielen wollt, baut ihr euch hier einen Weg rüber zu diesem Portal. Hier unten in der Mine ist bei euch hier eine Chest, wo ihr einen Cobblestone-Generator craften könnt und so, ja. Den hier habt ihr auch schon auf eurer Insel. Die Minis machen, die geben uns einfach Items und bauen uns ab. Die Fischer-Minien, für die habe ich sehr lange gebraucht. Die fischen für euch, weil das Fischen macht nicht wirklich viel Spaß. Man kann Bosse fischen. Ja, die sind ziemlich stark. Die Monster werden auch stärker auf eurer Insel. Ja, ich kann euch mal zeigen, was man so für Monster fischen, für Seekreaturen fischen kann. Ja, Fischen, Seekreatur. Ein Squirtle greift euch nicht an. Ein Seawalker ist ziemlich schnell. Wenn ihr euch aber in ihn reinstellt, dann macht er keinen Schaden. Ein Night Squirt, keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht gefangen. Ich habe ihn noch nicht gefangen, den Night Squirt. Man braucht dazu so einen besonderen Bild, ein Dark Bild, und es muss dunkel sein. Ja, für bestimmte Monster braucht man ebenso Köder. Dann ist ein Frozen Thief. Habe ich auch noch nicht gefangen. Aber man muss ihn mit der. Nein, er kann eine Eiswurf droppen. Ein Sea Guardian, der ist ziemlich stark. Und habe schon ein paar besiegt mit meiner Waffe hier. Ja, die sind eben sind ein Frosty. Habe ich auch noch nicht besiegt. Eine Seehexe kam mit einem Lightbait. Und es muss Tag sein. Ich habe ein bisschen ausprobiert, weil ich wollte die Feenrüstung. Mein Ziel ist, in Hypixel Skyblock alle Rüstungen zusammenzubekommen. Deswegen habe ich so ein kleines geheimes Lager hier hinten, wo ich schon ein paar coole Rüstungen besitze. Und ich will die stärkste Rüstung im Spiel craften. Die Sponge-Rüstung, die Schwammrüstung.
Ja. Ich habe eine Lapis-Rüstung, eine Pharma-Rüstung, eine Kaktus-Rüstung, eine Plattrüstung, Guardian, steht für die Guardian Chestplate, die habe ich hier, und Stereo für die Stereo-Hose, die ich besitze. Und Angerhals ist meine Rüstung, die ich normalerweise benutze. Aber ich will Obsidian farmen, deswegen ist die Rüstung mir besser. Weil ich kriege durch die Guardian Chestplate keinen Schaden. Also das erste Mal, wenn ich getroffen werde, kriege ich keinen Schaden. Ja. Jetzt gehen wir aber mal raus aus meiner Insel, und zwar durch dieses Portal hier. Hier kann man bei... Es leckt gerade ein bisschen. Kann man bei Auktionen... Kann man hier beim Auktionshaus bei Auktionen und Sachen kaufen auch. Das hier ist die Bank, weil wenn ihr sterbt, verliert ihr die Hälfte eures ganzen Geldes. Deswegen packt man eigentlich sein Geld, wenn man irgendwo hin will, lieber mal in die Bank. Hier ist ein Shop, hier könnt ihr Sachen kaufen und verkaufen. Hier ist eben fürs ganze... Die ist eben für das ganze Farmzeug verantwortlich. Mining. Ja. Ihr könnt verzauberte Bücher hier craften. Es gibt mega viele Crafting-Rezepte. Ein Wizardbow besitze ich. Der macht mehr Damage bei Wizard. Und ja, wenn ihr denkt, das hier wäre alles. Das ist nur die Hauptinsel. Es gibt verschiedene Kategorien. Da hinten kann man Holz farmen. Es gibt verschiedene Portale auch noch. Zum Beispiel bei Mining kann man noch in verschiedene Mining-Dimensionen kommen. Aber das werde ich euch irgendwann anders mal erzählen. Ich muss mal kurz in die Farm-Dings. Bei Farmen gehen. Das ist hier, das sieht man auch an den Schildern, die zeigen immerhin, wo man die Sachen bekommt. Wenn man was abbaut, ich zeig's euch mal kurz, hier hat man hier so eine Leiste, man kann glaube ich Sachen, man skillt sich damit hoch bei den bestimmten Sachen. Zum Beispiel jetzt ist bei Farming. Und so kann man dann auch die Rüstung freischalten. Craften, Minions craften, das will ich machen. Ja. Man hat verschiedene Quests auch. Ich habe keine Ahnung, was Explore überhaupt bedeutet oder was man da machen muss. Ja. Ich gehe mal kurz auf Your Skills. Es gibt einen Runen-Skill, aber der funktioniert im Moment nicht. Und hier ist. Es gibt auch noch hier so Ultimate. Massive Bosse. Ja. Wenn ihr gerade neu auf den Server kommt, kann es nicht einfach passieren, dass ihr den Sea Guardian findet. Man braucht nämlich bestimmte Level und die bekommt man, wenn man fischt. Das hier ist der ältere Teil, damit habt ihr so einen kleinen Einblick auf euer Menü. Habt ihr auch ein Crafting Table, den ihr mal mitnehmen könnt. Ja. Und es gibt eben noch verzauberte Sachen. Ja, und ganz viel anderes Zeug. Ich kaufe mir so viel Heuballen, weil ich den Farmer-Mini upgraden will, damit ich mehr Platz habe. Ja, man kann bei den Shops eigentlich sogar Sachen verkaufen. Hier gibt es so eine riesige Farmwelt. Da gibt es auch Tiere, Melonen. Ja. Hier kann man auch viel farmen. Da sind die ganzen Tiere. Die sind nur meistens immer direkt gekillt worden, weil hier sehr gut profimäßig Spieler rumrennen, die alles killen. Das kann schon mal ewig dauern.
Hier gibt es auch ein paar Tiere. Ja. Ich hab mich hier noch nicht so viel aufgehalten. Hier hinten gehe ich eher hin. Da ist auch Farmwelt. Ja, hier kann man Kakteen farmen. Zuckerrohr. Und man kann auch angeln. Habe ich zufällig mein Angel dabei? Was ist denn hier? Ja, es gibt hier so ganz viel verschiedenes Zeug. Ja, es gibt hier ganz komisches Zeug. Ich habe hier die Angel. Speedster Sponge und Prismarine. Was gibt's hier? Das sind diese Wasserinseln, die ich besitze hier. Die sind ziemlich toll und hier ist die Guardian Chestplate. Hier sind Bates, mit denen kannst du verschiedene andere Fische fangen. So bossmäßig. Okay, das wird noch dauern. Und wenn man fragt, wie kann man das Enchanted Water craften, hier. Also braucht ein paar Sticks von den Fischen. Ich habe die Anglerrüstung, aber gerade nicht an. Es gibt ja auch noch Stärken und alles. Hier ist eine Engelsess, auf die ihr immer zugreifen könnt. Ich mach mal kurz die Sheets weg, die nerven mich. Ja, nachher werde ich noch was aufnehmen, aber mit jemandem zusammen. Also wenn ihr das mal sehen wollt, dann werden wir auch ein bisschen mehr Action, also ein bisschen coolere Sachen machen. Als das jetzt. Ja. Die Person, mit der ich bin, hat auch einen YouTube-Kanal. Also guckt auch bei. Ja, guckt auch bei ihr vorbei. Nachher dann. Ja, es gibt hier, wenn man die Crafting-Rezepte nicht auswendig kennt, kann man hier nachgucken. Hier kann so. Hier sieht man die Minions, Angeln. Ich habe eben viel geangelt. Kämpfen. Mining. Ja, Enchanted Cobblestone ist im Moment mein großes Problem, leider. Und Farming eben hier. Melonen, Kaktusminen. Man kann eigentlich von allem einen Minion craften. Und ich will was ganz Besonderes craften. Mystery Silberfisch. Ja, brauche ich ein Enchanted Egg. Das craftet man so. Und deswegen habe ich mir den Chickenhelm angezogen, kann jede 20 Sekunden ein Ei legen. Das leider nicht gesteckt wird. Und wenn ihr nur keinen Platz mehr im Haus habt, aber schon Eier drin habt, muss man ein Ei so hochpacken, als das Ei da, dann tauschen und dann auf das Ei ziehen. Ich weiß, das ist scheiße, aber ja. Ja. Hier hinten kann man auch Tiere farmen. Und hier spawnen auch regelmäßig Schafe. Kaninchen. Schafe. Ja, es gibt aber auch den Hasenboss. Den kann man mit einem Karottenbelt angeln und braucht eine besondere Stufe. Und es ist sehr schwer, den zu bekommen. Video. Ein Video? Ja. Gut, ja. Hier ist ein Schaf, so bekommt man Wolle. Ja. Es geht, glaube ich, auch noch weiter nach da hinten. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ja. Ja.
Man startet mit 100 Leben. Das sind normale Herzreihen. Man kann Feenseelen fangen. Ich zeige euch mal kurz, wie die aussehen. Hier kann man auch gucken, wie weit man bei welchem Skill ist. Ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel Obsidian habe ich 6 von 50 gefarmt. Obsidian ist echt schwer Herz zu bekommen. Glowstone habe ich eigentlich noch nie abgebaut, habe trotzdem was bekommen. Sand, Enderdings, ne, war Quatsch, habe ich auch noch nicht. Dias, hier kann ich, oh. Ah ja, hab. Und beim Angeln, Sponsor ist mir sehr wichtig für mich. Oh mein Gott. Ich habe es ja fast geschafft. Das hier ist die Sponsor-Rüstung, die beste Rüstung im Spiel. Ja, hier kann man seine Skills sehen, hier kann man gucken, wie weit man ist. Hier Crafting-Rezepte, Quest-Log. Das hier ist eine Feenseele. Es gibt 194. Und ich habe 10, weil die sind versteckt. Und an manche kommt man irgendwie nicht ran. Man muss einfach links klicken auf eine Feenseele, dann bekommt man sie. Die sehen nicht zweimal. Und wenn man einmal eine... Wenn man 5 Stück hat, geht man zur Fee. Die befindet sich in der Nähe vom Schwarzmarkt. Ich kann euch auch mal zeigen, wo der ist. Für die Leute, die fragen, was ist der Schwarzmarkt? So am Ende einer Stunde taucht für ein paar Sekunden so ein Typ auf. Und der bringt dich zum Schwarzmarkt. Und da kannst du eben besondere Items bekommen und alles, ja. Hier kann man fischen. Hier kann man so Seekreaturen fischen und alles. Seegardiens und alles. Hier sollte man als erstes auch hingehen, weil der Typ, der hat eine Quest für euch. Ja, er sagt mir, bring mir mal ein bisschen Prismarin, Ton. Und dafür bekommst du dann eben eine coole Angel, eine Prismarin-Angel. Ja, und das ist die Fee. Hier im Wasser kann man auch angeln. Die Feenseele, die habe ich schon bekommen. Weil wenn man sie zum zweiten Mal einsammelt, dann ist es lila. You have. Oh, ich habe 0 von 5. Das heißt, ich habe schon zweimal abgegeben. Ja, jede Rüstung gibt eben auch ein bisschen mehr Leben. Die Anglerrüstung habe ich meistens an, weil umso höher das Level ist, im Fishing Skill, umso mehr Leben bekommt man. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen was von meiner Rüstung, also eigentlich mit meiner Schuhe, weil man bekommt in der Mine dann richtig viel Defense. Das braucht man, um zu überleben. Wenn man da runter will, wo das Obsidian ist. Mein Spiel hängt oder ist abgestürzt? Weiß ich gar nicht. Nee, es hängt nur. Gut, ich bin schon ein bisschen weit und habe hier so ein Portal, das mich direkt in die Goldmine bringt. Warum lädt mein Spiel so? Ich habe eigentlich einen richtig guten Computer. Ich bin kurz weg.
sorry fürs Warten. Hat eine Tür geklingelt. Das ist die Goldmine. Hier kann man Cobblestone, Eisen, Kohle und ein bisschen tiefer unten auch Gold. Diamonds kann man hier farmen. Und auch Obsidian, Lapis und noch anderes Zeug. Ach, 20 Sekunden. Locker sind das 20 Sekunden gewesen. Gut. Mal, was muss ich jetzt? Ja, ich habe ein bisschen mehr gefängt. Wenn man auch nicht hier war, muss man erst die ganzen Optionen hier reinkommen. Also man muss bis runter laufen. Ich war aber schon, deswegen ja, kann ich schon direkt hierher springen. Aber es ist nicht unbedingt besser. Ja, deswegen. Hier sind echt harte Monster. Oh fuck. Oh fuck. Ja, die klingen sich ziemlich schnell. Auch wenn ich gerade nicht so gut. Also, wenn ich gerade einen Schickenhelm habe, der mir nicht so viel Defense gibt. Wie der meiner Helm. Bringt dir trotzdem so viel die. Ja, die kriegen sich innerhalb von ein paar Schlägen. Hier oben kann Creeper spawnen. Und wenn man die klickt, bekommt man eben Gunpowder für die Gunpowder Collection. Hier habe ich einen guten Trick herausgefunden. Die Monster nicht angreifen, einfach nur schnell dran vorbeirennen. Dann habt ihr eine bessere Chance, Obsidian zu bekommen. Oh fuck, hier ist kein Obsidian. Ja. Abbauen, 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 abbauen. Das ist eigentlich doch so fast das Maximal, was man hier bekommen kann an Obsidian. Diablöcke kann man hier auch bekommen. Die Tropen auch Diablöcke, aber. Ja. Das Wichtigste hier ist eigentlich das Obsidian. Hier ist eben sehr oft viel Obsidian, aber naja, die Monster sind ja öfters mal unterwegs, die nicht gerade nett sind, würde ich sagen. Ich habe eine verzauberte Tierspitzhacke, sonst dauert es Ewigkeiten, die abzubauen. Oh fuck. Ja, und ich bin gearscht. Ich wurde vom Skelett erschossen. Ja, ich habe 3 Obsidian. Mal gucken, ob es wirklich in die Collection eingenommen wurde oder nicht. Manchmal kann es passieren, dass es einfach nicht gezählt wird. Doch, 9. Ich hatte zwar 7, es wurde eigentlich nicht mitgezählt, aber ja. So kommt man eben am besten an Obsidian ran und eigentlich auch als einziges an Obsidian. Und ich habe verkackt. Ja, hab verkackt schon. Weil ein Monster war. Die klingen ziemlich schnell, ist das Problem. Mehr Herzen bringen ja gar nichts eigentlich. Weil man eben nicht nur Herzen braucht, sondern auch Defensive. Und ich habe eben keine gute Defensive. Mit 161. Wenn ich die ganze Rüstung hätte, hätte ich so über 300, aber wäre immer noch schnell tot. Ich ziehe mal kurz meine Anglerrüstung wieder an. Dann müsste ich 200 oder 300 Leben haben. Und ich ordne die wieder zu. Ich empfehle euch nicht, wenn ihr Diamonds habt, euch daraus eine Diamond. Ich empfehle euch nicht,
eine Diamantrüstung zu craften, weil die ist einfach nur schlecht. Und damit bekommt man auch in dieser Höhle, nur man, es gibt eben noch eine andere Höhle, da haben die Zombies eine Dia-Rüstung an, eine normale Dia-Rüstung. Mein Farmsuit, whatever. Hier, das sind die Rüstungen. Stereo. Das regt mich so auf. Ja, ich hab die ja eigentlich auch immer geordnet. Und hier ist meine Guardian Chestplate. Meine Mana Boots. Für Zickenhelm, das ist keine Rüstung, deswegen gibt es hier kein Fach. Angler, das ist meine Anglerrüstung. Und das ist ziemlich geil. Warm. Scheiße. Mein Inventar ist sowas schon voll gemüllt. Ich hasse. Was ist passiert? Was ist passiert? Ah, da meine habe ich noch. Full Set Bonus. Ja, jetzt habe ich mein Leben zurück. Die Full-Angler-Rüstung. 296 Leben, weil ich eben sehr weit bin beim Angler. Beim Angeln, weil ich habe meine ganze Insel voller Angler-Minis endlich aufgestellt. Ich habe hier meine Enderschlüssel, mein Schwamm, weil es sehr wertvoll ist. Wenn einer guckt, die Angler, die Schwammrüstung schon besitzt, kann er mir denn sagen, ob man für die Anglerrüstung Enchanted Wake Sponge braucht oder Enchanted Sponge? Egal, kann ich ja eh bald nachgucken. Fehlt noch ein bisschen Schwamm. Ach, hier unten habe ich mich ein bisschen eingerichtet. Irgendwie. Becken bringen eigentlich gar nichts, man kann damit nicht die Nacht überspringen. Das ist meine Mana. So, okay. Hier habe ich mein Obsidian. Meine Workbench habe ich ja in meinem Neverstar. Ja. Also, man kann den Neverstar nicht aus dem Inventar packen. Dafür ist er sowas wie ein extra Killer Mega Inventar. Weil, guck mal, man kann eben hier draufklicken, hat eine Workbench, eine Endertruhe, ein Fischbackpack und für, keine Ahnung was, eigentlich, ich weiß nicht, für was das Teil hier ist. Ich glaube, ich kaufe erstmal lieber alles um, weil ich keine Inventarplatz. Natürlich muss es ein Stack sein. Stack. Den Fisch, den packe ich mal kurz hier rein. Ja. Verrottetes Fleisch brauche ich gar nicht. Crafting Table aufrufen erstmal. Gut, jetzt habe ich. Gut, und letzten Schild noch. Gut, hab auch perfekt genug für drei Schilder.
Das ist ja die Mining Chestplate, gut. Mining. Gut. Gut. Also geht gut so, ja. 15 und Miner habe ich einfach dran. Hier habe ich jetzt meine Miner-Rüstung drin. Ich will mir jetzt noch so ein den Silberfisch, den ich mir craften will, ist ein Pack. Ist so ein Mystery Pack oder sowas. Ich weiß nicht ganz genau. Aber ich finde es eigentlich mega cool. Und ja, die machen auch manchmal Witze. Oder reden mit euch. Oh, cool, Schwamm. Moment, ich guck mal kurz, wann ich wieder ein Stufenaufstieg. Ich habe 1000. Oh, Scheiße. Das kann auch ein bisschen dauern. Hier oben habe ich so eine Pickfarm, so eine Schweinefarm mit so einem Schweineminion, weil es gibt eben eine coole Waffe da. Am Ende dieser Collection. Gibt es eine coole Waffe. Und die will ich eben haben. Und bestimmt gibt es irgendwo auch eine Schweinerüstung oder sowas. Gut. Warum habe ich den Eisenmenü überhaupt noch drin? Ich wollte es schon längst rausschmeißen. Ich habe das nicht gesagt, weil es ist unterschiedlich verzaubertes Rottenfleisch. Das ist normales verzaubertes Rottenfleisch. Und das ist so Boss verrottetes Fleisch. Das hat ein Boss getroppt. Hier ist ein Chicken-Minion. Man muss nämlich Hühner töten. Dann kann man irgendwann einen Fischer, kein Fischer, sondern so ein Chicken-Mini craften. Und ich habe mein Video dazu angeguckt, weil ich ernsthaft nicht wusste, wie es geht. Er hat gesagt, dass man einfach nur platzieren müsste, warten bis die Hühner spawnen und dann ihn wieder wegpacken. Dann verschwinden aber auch die Hühner bei mir. Deswegen muss ich sie einzeln aus dem Käfig herunterzerren. Warten, bis wir 5 Eier gelegt haben. Ja. Und als das passiert ist, habe ich mir aus 5 Eiern den Chicken Head gecraftet. Dann kann ich jetzt Eier legen, die ich für den Minion brauche. Weil der Scheiß ist teuer. Rezeptbuch hier. Und das wird so gecraftet. Das ist so einfach. Und ich habe mega Cobblestone-Probleme. Das ist sehr scheiße, leider. Ja. Sonst gibt es eigentlich noch nichts zu fragen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ich mal machen soll. Was wir fragen. Beantworten soll, wo es mal hingehen soll. Es gibt so viele Orte hier. Das End, das Never, die Spinnenhöhle, so ein Zombieplatz. Ja. Ich finde es eigentlich super schade, dass die Runensache nicht mehr funktioniert. Weil ich habe hier ein paar Runen, zum Beispiel mein Enderchest hier, eine Hot Rune, eine Lava Rune, eine Sparkle Rune und noch eine Hot Rune. Wenn man zweimal die gleiche Rune hat und auch auf dem gleichen Level, dann kann man die kombinieren und bekommt mit so einer 40%igen Chance eine Hot Rune Stufe 2. Ich habe hier 2 Einser, aber es spinnt gerade ein bisschen. Deswegen funktioniert das leider nicht.
Ja, echt schade. Man muss nämlich zur Schmiede gehen und da kann man dann hinten bei diesem komischen Typen da, der so lila ist, kann man die dann kombinieren am Schrein. Aber im Moment funktioniert das leider nicht. Keine Ahnung warum. Das hier ist so eine extra Minion-Chest. Die packt man an so einen Minion dran. Und wenn sein Inventar hier voll ist, dann kommt das hier rein. Und die ist klein, ja, ich weiß. Ist komisch. Ja. Das war es eigentlich auch mit dem Video. Ich hoffe, ihr abonniert mich. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr nachher nochmal vorbeischaut bei mir und bei der Person, bei denen ich den Namen noch nicht sagen werde, weil es eine Überraschung wird. Ciao! Warte kurz.